Was geht ab, meine Lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wie immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, ihr seht heute wieder sehr, sehr gut aus. Danke fürs Einschalten. Falls ihr neu sein solltet, ihr könnt jetzt gerne schon mal, wenn ihr Bock habt, immer die neuesten Deutschrap-Reactions und Deutschrap-Releases mitzubekommen, ein kostenloses Abo dalassen. Es supportet den Channel sehr. Ihr könnt eure Meinung jederzeit ändern und ich bin euch nicht böse, wenn ihr nach ein paar Tagen wieder deabonnieren solltet, wenn ihr doch keinen Bock mehr auf dieses, heute ist es wieder sehr wunderschöne Gesicht, Lust habt. Von daher alles cool, Freunde, aber supportet den Channel sehr. Auch wenn ihr jetzt gleich schon einen Daumen nach oben da lassen könntet. Wenn ihr wollt, wird ihr nicht gezwungen. Aber wir hören heute rein bei Celine mit dem neuen Song Hotel. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil wie ihr wisst, falls ihr meine anderen Celine-Reactions schon gesehen habt, ich werde euch sonst ein paar oben ins i reinpacken. Ich liebe sie sehr. Ich bin sehr, sehr, keine Ahnung, ich habe sie so richtig, richtig mit Blue Jeans, glaube ich, in mein Herz geschlossen. Sie ist so unfassbar talentiert. Ich mag es gerade so sehr mit anzusehen, wie diese Entwicklung ist von weiblichen Künstlerinnen in Deutschland. Ja, weiblichen Künstlerinnen, obvious. Aber von weiblichen Rapperinnen, Musikerinnen, die immer und immer weiter nach oben kommen, die immer mehr appreciated werden. Das freut mich einfach sehr zu sehen, dass wir ein bisschen mehr Diversity langsam haben und so ein kleiner Shift vorhanden ist. Und Celine ist eine, die mittlerweile ganz, ganz oben mitspielt. Und natürlich auch durch Emotions 2.0 mit UFO zum Beispiel. Vielen das erste Mal so ins Auge gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf Hotel, Freunde. Wir gucken mal ganz kurz rein. Das Ganze ist eine Black Dolphins Production. Also videotechnisch werden wir was ganz, ganz Großes haben. Und wir haben Beat ist von Bee Gees. Und ja, Master von Lex Barky. Lex Barky, Digga, der Master hat gefühlt 80% der Deutschrap-Releases am Donnerstag. Also Shoutouts an den. Sehr talentierter Dude auf jeden Fall. Wir hören rein, Freunde. Links im Original, ganz oben in der Beschreibung. Let's go. This is Female Force. Okay. Celine. Oh, oh, oh. Ich krieg direkt Sin City. Sin City Vibes. Hm. Bist du noch wach? Ich denke an dich. Das Einzige, was ich gerade machen kann, ist lächeln. Ich höre nur die ersten drei Worte und ich muss lächeln, weil ihre Stimme so unfucking fassbar gut ist. Und ich habe mich jetzt schon in das Video verliebt. Ich habe mich jetzt schon in das Video direkt verliebt. Es ist schwarz-weiß, es ist simpel, es ist 4:3 Optik, was ich auch angenehm finde irgendwie, weil es so einen eigenen Stil hat direkt. Na, oh. Okay. Bist du noch wach? Ich denk an dich. Oh. Sitz auf der Fensterbank und rauche allein zu Hause. Es macht. Ihre Stimme ist so fucking einzigartig, oder nicht? Sie hat so eine einzigartige Stimmfarbe. Aber so eine ganz einzigartige. Und wie sie die zum Beispiel Fensterbank gerade betont hat, genau in meiner engelsgleichen Stimmlage, so wie ich weiß. Einfach schön, Mann, einfach schön. Rauche allein zu Hause. Es macht mich krank, ich muss dich sehen. Ruf dich an und steig ins Auto. Du genau. Ah. Du weißt, dass ich lüge, wenn ich sag, ich fühle nichts. Das ist einfach, also das Video an sich ist ein Kunstwerk schon. Das Video an sich ist schon ein Kunstwerk. Poster auch wieder. Wir haben auch hier wieder ein Poster vorhanden. Wenn ich sag, ich fühle nichts. So eine schöne Stimme, Mann. Draußen wird's hell und ich gehe wieder ohne dich. Es gibt uns nur in den. Oh, wir haben eine männliche Stimme. Wir haben noch eine männliche Stimme auf dem Ohr, Freunde. Hallo? Ist da ein Mann drin? Nee. Die ist tatsächlich. Ey, ich zoome manchmal, wenn Leute das erstmal auf meinen Kanal kommen und solche Jokes sehen. Freunde. Ich bin auch nicht stolz drauf. Ich bin auch nicht stolz drauf, Mann. Es tut mir leid. Wir haben noch eine männliche Stimme gerade gedoubled. Es hört sich sehr, sehr angenehm an. Boah. Okay. Es gibt uns nur in der Nacht, nur im Zimmer unter Dach kommen. Oh. Alles safe, Freunde. Alles safe, keine Sorge. Ich habe Abstand zu Celine gerade genug gehabt, keine Sorge. Unser Hotel. Und ich weiß, du wirst schwach, wenn ich anrufe in der Nacht, komm ins Hotel. Unser Hotel. Oh! Bro, holy shit, Celine, Digga. Holy fuck, Digga. Wie? Es ist krank. Es ist für mich krank. Es ist jetzt das
die Musik, dieser Song an sich ist jetzt nicht die Musikrichtung, die ich mir jeden Tag geben würde oder die ich mir anhören würde, wenn ich jetzt gechillt auf dem Weg zur Bahn bin oder mein Leben gerade genieße. Aber das ist so ein Song, den ich mir ab und an mal anhören würde oder in der Playlist nicht skippen würde oder abends oder bei Regen, sowas höre ich dann gerne dann. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, das höre ich mir jeden Tag an. Das muss es ja auch gar nicht sein, aber man kann einfach appreciaten, wie fucking gut sie ihre Stimme unter Kontrolle hat, wie krass dieses Video ist. Wir haben so viele verschiedene Szenen, wo man auch einfach sieht, dass es ihr und ihrem Team wichtig ist, wirklich noch Kunst zu vermitteln und Kunst zu verbreiten. Was auch nicht normal ist heutzutage, dass man sagt, hey, wir wollen auch ein cooles Video machen oder halt drauf scheißen so. Da geht wirklich noch Arbeit richtig fließt rein und Gedanken gut fließt da rein. Und diese Hook gerade mit der gedoubbelten Stimme von einer männlichen Person noch ist sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Wow. Ich hoffe, dass einige von euch Gesundheit geschrieben haben in die Kommentare. Wenn nicht, macht's bitte jetzt. Sonst fühle ich mich schlecht. Sonst fühle ich mich krank. Bereue nichts von morgen früh. Wohin gehst du, wenn ich schlafe? Bitte sag nichts. Digga, das sind gute Zeilen sogar da drin. Also textlich ist es auch sehr strong, finde ich. Du musst weg, ich bleib im Bett. Der Himmel ändert seine Farbe. Und ich warte. Du weißt, dass ich lüge, wenn ich... Ey, Digga, diese gelockten Haare stehen ihr sehr gut, muss ich sagen. Stehen ihr sehr gut. Ich finde auch den Beat sehr angenehm, Mann. Einfach diese Melodie im Hintergrund. Auch ihre Mimik und ihre Gestik, sie fühlt es halt. Und das ist das, warum ich Celine so wertschätze, weil sie wirklich einen Fokus auf die Musik, die Werte, die Kunst an sich legt. Man sieht das, wie krass sie die Musik fühlt in ihrem Musikvideo. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt uns nur in der Nacht, nur im Zimmer unter Dach, komm ins Hotel, unser Hotel. Oh, geiler Song! Und ich weiß, du bist schwach, wenn ich anrufe in der Nacht, komm ins Hotel. Geil, Mann. Geil. Okay, ist ein Ohrwurm. Ich sag's, wie es ist. Den Song werde ich doch öfter hören. Ich sag, wie es ist. Er hat mich gecatcht. Er hat mich gecatcht wie ein kleiner Baseball, Freunde. Ist auch ein typischer Radiosong. Könnte auch gut im Radio laufen, in meiner Opinion. Was gut ist, finde ich. Nicht jeder Radiosong ist was Schlechtes. Man verbindet heutzutage eher schlechte Sachen damit, wenn man sagt, ist ein Radiosong. Aber das ist ein guter Radiosong. Würde ich mich freuen, wenn der im Radio läuft. Da würde ich sogar sagen, guter Radiosong. Guter Song. Guter Song. Ich bin sehr zufrieden, Mann. Was ein guter Song. Boah. Was ein guter Song. Was ein schönes Video. Was ein schönes Video. Wisst ihr, was ich meine? Sie hat so krass Wert darauf gelegt, solche Szenen mit reinzubringen, worüber sich andere Leute keine Gedanken machen würden. Aber ihr und ihrem Team natürlich ist es wichtig, dass sowas gezeigt wird. Das hat mir krasse Tarantino-Vibes auch ein bisschen gegeben. Ich habe ein bisschen Tarantino-Vibes bekommen. Ich sag's, wie es ist. Irgendwie. Ich weiß nicht was, aber irgendwas mich daran erinnert. Damn, ich bin sehr zufrieden, Mann. Holy shit. Wie gesagt, kein Song, den ich mir jetzt jeden Tag anhören würde, aber die Hook am Ende habe ich nochmal rausgerissen. Es ist wirklich so, die ganze Power da drin und ihre Stimme, die so einzigartig ist, hat sich hier so krass unter Kontrolle gehabt, dass es mich so, ich war blown away ein bisschen so, wisst ihr? Wie sagt man das auf Deutsch? Es gibt keine perfekte Übersetzung für blown away. Ich habe keine Ahnung, aber es hat mich vom Hocker gehauen, Digga. Vom Hocker gehauen ist so, dritte Klasse, ich weiß es nicht. Aber es war einfach schön, mal ihr zuzuhören. Und das Video war krass. Ey, gerne mehr. Wie gesagt, ich finde es sowieso nice, dass gerade die Frauen so mehr Fuß fassen und mehr appreciated werden und immer größer, bekannter und krasser werden und dass wir mehr Diversity haben. I don't know, man. Ich finde es einfach wichtig und schön, dass Leute wie Celine so am Start sind einfach. Ich freue mich auf mehr, Freunde. Ich freue mich einfach auf mehr. Lasst mir eure Meinung gerne dazu in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, ich hoffe, es hat wirklich jemand Gesundheit geschrieben. Soll ich rausschneiden, dass ich genießt habe? Ich lasse es drin, Freunde. Ich lasse es für euch drin. Da möchte ich aber auch ein paar Gesundheit in den Kommentaren haben, ja?
Ihr könnt gerne ein kostenloses Abo da lassen, es würde den Channel sehr supporten, wenn ihr immer up to date sein wollt mit den neuesten Deutschrap-Releases und Deutschrap-Reactions. Macht das gerne, es würde mich sehr supporten und mich sehr freuen. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer, ja, und sehen wir uns. Ciao.